Bevor ich euch gleich sämtliche Informationen zu den privaten Matches liefere, rund um das Tierabstück, das Spellbound Event und so weiter, möchte ich euch gleich noch zeigen. Es sind zwei weitere Events direkt. Wenn in 2 Wochen dieses Event zu Ende ist, startet das nächste. Wenn das zu Ende ist, startet direkt das nächste Event. Es wird sehr interessant. Die nächsten 4 Wochen werden geil und dann startet auch schon Season 16. Und ich zeige euch, wie gesagt, gleich die ganzen Inhalte der privaten Matches, wie das alles funktioniert, was man beachten muss, was man einstellen kann, welche Maps sind spielbar, Arenas und so weiter und so fort. Und ich möchte ganz zum Schluss, für die, die es nicht interessiert, bringe ich es ganz zum Schluss, alle Skins vom Event. Es sind ein paar gute dabei. Wir starten jetzt aber erstmal in die Events und da ist wirklich ein bisschen was Geiles dabei. Ich freue mich mega auf den Hardcore-Modus. Der Hardcore-Modus soll tatsächlich direkt am 24. Januar, wenn dieses Event, das Spellbound-Event, zu Ende ist, soll das Hardcore-Event schon starten. Die Regeln stehen schon fest. Ich habe ein paar Bilder für euch vorbereitet. Es sind heute auf Twitch tatsächlich mit den Patch Notes geleakt worden. Sehr, sehr kurios. Zum einen folgende Regeln. Also ganz normal, Battle Royale sollte klar sein. Wir starten in eine Runde mit einem weißen Körperschild und nichts als dem Körperschild. Wir finden keine anderen Schilder. Es ist auch nicht möglich, das irgendwie hochzupushen in irgendeine andere Kategorie. Es wird nur weiß geben. Wir können keine Schilder swappen. Das heißt, wir haben nur dieses eine Schild und müssen das immer mit Heil-Items versorgen. Und auch allgemein, das HUD ist sehr, sehr minimalistisch gehalten. Es kann sein, dass wir kaum Informationen bis gar keine Informationen aus dem HUD ziehen können. Das heißt, keine Minimap, keine Lebensanzeige, nichts. Was gibt es noch zu erzählen? Die Zone macht von Anfang an maximalen Schaden, als wäre es die letzte. Finde ich auch extrem krass. Allgemein Munition, Heil-Items und so weiter ist deutlich weniger zu finden. Munition oder allgemein der gegnerische Beschuss macht deutlich mehr Schaden. Heil-Items sind deutlich weniger zu finden. Also können wir davon ausgehen, dass in diesem Event definitiv Meta sein wird. Lifeline, Watson, Gibby. Vielleicht noch Newcastle. Das könnte ich mir definitiv vorstellen. Vielleicht noch Octane, wobei es da schon risky wird, seine Spritze zu aktivieren. Wir haben noch ein paar weitere Informationen. Zum einen können wir das Waffen-HUD kurz öffnen, indem wir unsere Waffe analysieren, quasi angucken. Dann sehen wir, wie viel Munition wir haben und welche Waffen. Wenn das wieder weg ist, sehen wir nicht, welche Waffe haben wir eigentlich. Theoretisch, das weißt du natürlich, sollte klar sein. Aber wie viel Munition drin steckt und so weiter und so fort, das seht ihr alles nicht. Was sehr interessant ist, wenn ihr einen Scan vornehmt, wo Pathfinder normalerweise die Zone pingen kann, seht ihr, wie viele Gegner an Squads noch übrig sind und natürlich zeigt es den nächsten Ring, denn auch den nächsten Ring seht ihr auf der Minimap nicht. Ich gehe auch davon aus, dass ihr die große Karte nicht öffnen könnt. So müsst ihr auf der Map immer gucken, wo müssen wir eigentlich lang. Also Teamplay wird hier ganz, ganz groß geschrieben. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant und dieser Hardcore-Modus soll tatsächlich am 24. schon starten. Und ich weiß, dass viele von euch, die auf dieses Video reagiert haben vor einigen Wochen, wo ich das erste Mal darüber berichtet habe, die fanden es tatsächlich allesamt sehr, sehr negativ, wobei ich sagen muss, ey, es ist nur ein Limited-Time-Modus, auch wenn der wahrscheinlich irgendwann in dieser Playlist, wenn das Season 16 kommt, immer mal wieder auftauchen wird. Ich finde die Idee eigentlich von dem Hardcore-Modus echt interessant, aber viele Argumentationen von euch waren natürlich auch relativ sinnvoll, weil so schon sehr viele Schwitzer-Lobbys und schon sehr viele Freaks unterwegs sind, Campen und so weiter, könnte natürlich hier echt eine große Belastung sein. Aber es ist nur ein Limited-Time-Modus, von daher sollte man die ganze Geschichte nicht zu ernst nehmen. Und direkt danach, das scheint eine Art Valentins-Event zu sein, ob das, ich glaube, das wird vor Season 16 passieren, weil Season 16 kommt direkt am Valentinstag raus, am 14. Februar, sodass ich denke, dass direkt nach dem Hardcore-Event, was vielleicht nur ein bisschen, wobei, naja, vielleicht geht das Hardcore-Event tatsächlich nur eine Woche. Das ist noch nicht ganz safe. Vielleicht kommt auch dieses Valentins-Event direkt zum Start von Season 16. Müssen wir mal abwarten. Aber das Date-Night-Event wird sehr, sehr interessant, denn es gibt folgende. Also die Regeln sind relativ Standard bis auf eine Sonderwaffe. Wir finden nämlich einen Armorbogen. Und wenn wir mit dem Armorbogen, das ist wie der Compound-Bogen, wie man das ausspricht, im Endeffekt nichts anderes, aber wenn wir den aufheben und Gegner treffen, heilen wir uns selber durch die Schüsse. Wir ziehen quasi dem Gegner Leben ab und bekommen es selber auf unsere Lebenspunkte. Und was auch sehr interessant ist, ist euer Teammate extrem nah. Dann heilen wir uns
unser Teammate zeitgleich mit. Das sehen wir in der Mitte auf dem Bild. Und wenn ich das richtig sehe, könnte es sein, dass das ein Duo-Event ist. Ob das tatsächlich ein Only-Duo-Event ist, weiß ich allerdings nicht. Müssen wir mal abwarten, aber es sieht ganz danach aus. Und es wird natürlich das süßeste Paar gefunden. Im Endeffekt bist du, wenn du Champion Squad bist und wirst im nächsten Match angezeigt, bist du das süßeste Paar. Und ich glaube, Herzensbrecher gibt es noch. Der Herzensbrecher wird als Killleader bezeichnet. Nichts Besonderes in dem Fall, aber auch dieses Event als Idee finde ich eine absolut feine Sache. Wir springen jetzt in die Patch Notes. Das sind nicht mal Patch Notes, die allgemeinen Patch Notes für dieses Event. Wer es nicht gesehen hat, habe ich vor wenigen Tagen veröffentlicht. Schaut da rein. Über die G7 gibt es ein bisschen was zu berichten, mal abgesehen davon, dass die hat einen Nerf bekommen und die ist jetzt auch im Replikator drin. Meine Fresse, jetzt fehlen mir die Worte. Jetzt wechseln wir aber direkt erstmal auf die privaten Matchregeln. Die finden wir nicht in den Patch Notes, sondern etwas versteckter. Ich erzähle euch die Regeln. Aktuell gibt es ein bisschen Probleme mit dem Chat, das soll aber noch behoben werden. Dann wird es so sein, dass alle Maps, ich habe schon reingeguckt, ich zeige euch gleich auch noch, wie das aussieht. Aktuell können wir alle Maps bis auf Kings Canyon spielen. Also Stormpoint ist sogar in der Auswahl mit drin, obwohl die Map gar nicht in der Rotation drin ist. Limited Time Modi sind nicht drin, aber sie schließen hier tatsächlich nicht aus. Und das ist etwas, was ich richtig geil finde, weil ich glaube, dass das richtig gut ankommen könnte, wenn wir Limited Time Modi in der privaten Lobby-Geschichte drin haben. Es kann, also wenn das kommen sollte, werden wir auf jeden Fall, das ist das Falsche, was ich angewählt habe. Das soll es sein. Wir werden auf jeden Fall von Respawn informiert, wenn es dort Änderungen geben sollte. Dadurch, dass sie es selber schon nicht ausschließen, können wir davon ausgehen, dass es auf jeden Fall über kurz oder lang kommen wird. Das Limit von mindestens oder die Mindestanzahl an Spielern 30 wird hier jetzt offiziell bestätigt. Es stimmt also. Und sogar Arenas ist mit drin. Wir brauchen in Arenas aber wirklich komplette Squad-Anzahl von zwei vollen Squads, was ich sehr, sehr cool finde. Wir können sogar zwischen den Standard-Battle Royale Regeln und den Tournament, also den ALGS-Regeln, quasi kein Heat Shield, keine Emotes in der Luft, kein Champion Squad wird angezeigt und auch die Champion Squads werden nicht auf den Bannern angezeigt. Das ist zum Beispiel, es sind die Tournament-Regeln, die kann man an- und ausschalten, finde ich sehr, sehr interessant. Dann ist man auf jeden Fall Zuschauer, wer schon mal ein Turnier von Prise Salz zum Beispiel gesehen hat. Du kannst zwischen den Squads hin und her zappen. In verschiedenen Ansichten hast du noch ein Overlay, wo du bestimmte Statistiken dir anzeigen lassen kannst und so weiter. Zeige ich euch gleich auch noch. Wie man das Match starten sollte, ist auch nicht so das Problem. Also würde ich sagen, wechseln wir jetzt direkt mal. Moment, ich muss mal ganz kurz auf meine Bildaufnahmen, dann gehen wir direkt auf den Zockenbildschirm. Moment, das Wechseln dauert nur eine Weile, bevor ich euch jetzt hier mit einem Bluescreen, ja, ich bin aus dem Server geflogen. Aktuell könnte es sein, dass ihr nicht auf die Server kommt, wenn ihr tagsaktuell jetzt zur späten Stunde dieses Video seht. Denn ich bin vorhin, als ich mir diese privaten Matches angucken wollte, direkt vom Server geflogen. Deswegen hoffe ich, dass die Verbindung jetzt hier hinhaut. Funktioniert. Ich bin begeistert. Wir kommen auf die privaten Matches, wenn wir in der Lobby für die PlayStation Dreieck drücken. Quasi hier. Oben können wir dann Private Match entweder einen Code eingeben, wenn wir einen Code von irgendeinem Streamer bekommen, oder wir können ein Match selber erstellen. Ist nicht sehr kompliziert. Hier seht ihr die Teams, die Lobby. Es gibt eine Übersicht über die Spielergebnisse. Und dann können wir hier in den Einstellungen zwischen Battle Royale und Arena wechseln. Finde ich sehr, sehr geil. Ich mache mal ganz kurz meine Kamera weg, damit ihr das alles richtig sehen könnt. Ihr seht ja, bei Battle Royale gibt es vier Maps tatsächlich zur Auswahl. Sturmpunkt ist trotzdem mit dabei. Schade, dass Kings Canyon nicht mit dabei ist, aber das wird in Season 16 sicherlich geändert. Und dann haben wir hier noch ein paar einzelne Sachen. Wir können nämlich, und das finde ich ganz cool, wir können, wenn wir als Admin mit der Zusammenstellung der Teams in der Lobby hier nicht zufrieden sind, weil sich vielleicht irgendjemand heimlich in ein Team schleicht. Das ist nämlich so, du kommst erstmal wie in so eine Art Warte. Das ist dieser Bereich hier und dann kannst du dich einem Team manuell zuweisen. Wenn ich jetzt aber sage, Moment, du gehörst nicht in dieses Team, kann ich dich entweder kicken oder dem richtigen Team zuweisen und so weiter und so fort. Ist auf jeden Fall eine richtig coole Sache. Was haben wir noch? Einen anonymen Modus, Zielhilfe an, aus. Also Zielhilfe können wir an PC anpassen, wenn wir wollen.
Wir können es aber so einstellen, dass wir die Konsolen Aim Assist trotzdem haben als Konsolenspieler, während die PC-Leute trotzdem den PC Aim Assist haben und so weiter und so fort. Und ich würde sagen, Moment, jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich was vergessen habe, denn ich hatte noch ein Bild, wo wir einen HUD hatten, als Admin. Ja, das ist es. Moment, das habe ich fast vergessen, euch noch zu zeigen. Denn wenn wir Admin sind und zuschauen den Lobbys, haben wir ja noch so ein Menü, was hier unten rechts hier öffnen können. Und dort wird uns dann diese Geschichte hier angezeigt. Kriege ich das noch ein bisschen größer? Da können wir zwischen den Spielern wechseln, zwischen den Squads wechseln und so weiter und so fort. Ich möchte jetzt hier nicht bis ins Detail reingehen. Ich werde auf jeden Fall über kurz oder lang mal so ein Turnier starten, aber das wird für mich keine ernsthafte Turniergeschichte, sondern so ein Just-for-Fun-Ding, weil ein richtiges Turnier zu veranstalten bedeutet viel, viel Zeit, Planung und für mich als Familienvater mit einem sehr, sehr jungen Kind, dann startet das Turnier und auf einmal sagt mein kleiner Bo, ich habe Fieber, kannst du absagen, auf Wiedersehen und dann sind 60 Leute enttäuscht und deswegen wird es von mir so schnell zumindest keine ernstzunehmenden Turniere geben, sondern eher so just for fun. Achtung, ich mache Community Games, alle Zuschauer, die da sind, in eine Lobby und dann gucken wir mal, wie man das alles zusammenwürfelt und dann haben wir einfach eine Menge Spaß. Das ist so die Sicht der Dinge, wie ich das mit den privaten Lobbys sehe und jetzt hänge ich hier schon wieder in diesem scheiß Ladescreen, weil ich euch nämlich jetzt noch flott die ganzen Skins zeigen will. Das sollte aber ganz schnell gehen, da mache ich echt einen flotten Durchlauf. Und dann war es das für dieses Video schon. Auf jeden Fall freue ich mich auf die privaten Matches, auch wenn die meisten von euch wahrscheinlich nie eins starten werden, weil sie wahrscheinlich schon Probleme haben, 30 Leute zusammenzukriegen. Das finde ich nämlich schon eine sportliche Nummer. Und während ich hier ohne Kamera die ganze Zeit blind vor mich hinquatsche, komme ich schon wieder nicht ins Matchmaking. Das ist richtig edel. Patch Day, da haben wir es wieder. So, jetzt zeigt man hier noch ganz flott die ganzen Skins. Moment, ich verkack's mal wieder. Seasonal, hier geht's los. Wir fangen an. Was haben wir hier? Ein Krypto-Emote, nichts Besonderes. Wir haben einen Watson Dance. Ein Background für Fuse, ein Background für Vantage, einen Skydive für Seer. Mal die Kamera noch mal weg. Dann haben wir noch. Oh, der ist geil. Der gefällt mir. Das ist stark, jawohl. Schön mit dem Revenant-Kopf jongliert. Also ich muss sagen, die epischen Skins für Ashe finde ich ja immer irgendwie richtig, richtig stark. Muss man einfach mal sagen, die sehen einfach stark kreativ aus. Sieht für mich fast schon legendär aus. Schickes, schickes Teil. Was haben wir hier? Ein Devotion Skin. Sieht auch sehr, sehr schön aus. Rampage Skin. Auch für episch echt kreativ geworden, muss ich sagen. Gefällt mir. Auch der Valkyrie Skin sieht stark aus. Oh, da ist Ashe auf der Seite drauf, der Sentinel. Das sieht natürlich echt mega aus. Dann haben wir noch einen 45 Skin. Habt ihr auch das Problem, dass ihr die Waffen nicht mehr ranzoomen könnt in dieser Ansicht? Ich weiß nicht warum. Irgendwann haben die das mal implementiert und es geht nicht mehr. So, dann haben wir hier einen legendären Alternator Skin. Dezent, geil, hat was. Mad Maggie Skin, ohne Scheiß, ich finde, dieser Skin sieht, wie heißt Catalyst, irgendwie ein bisschen ähnlich. Sieht zwar sehr maskulin nach Maggie aus, aber eher so Richtung Catalyst, meiner Meinung nach. Das ist ein Spitfire Skin, den finde ich sehr, sehr edel. Sieht stark aus. Ich freue mich auch, dass die Spitfire wieder Groundloot ist. Hallo G7, sehr, sehr geiler Skin. Schönes Rot, gefällt mir absolut. Bei dem muss ich echt mal überlegen, ob ich mir den zulege. Ja, schreibt gerne mal in die Kommentare, wie sieht's aus? Pennt ihr durch? Habt ihr Bock auf das Tiererbstück? Und ich möchte hier auch nochmal betonen, für alle, die jetzt noch die Geduld haben oder hatten, so lange dran zu bleiben, ein Longbow-Skin, den rate ich, wartet lieber ein bisschen, weil es verhärtet sich der Anschein, dass in Season 16 tatsächlich ein Seer-Nerf kommt und der wird nicht klein ausfallen, bin ich relativ überzeugt. Ja, der Seer-Skin sieht auch nice aus. Dann haben wir noch Krypto, den finde ich auch ganz cool. Einen Mirage-Skin, der hat auch was. Also die Farbkombination, das Gold, das Weiß mit diesem
Mintgrün, echt ultra, ultra schick. Boah, der Flatland Skin ist aber echt grottig. Also ist meine Meinung, der ist ja wirklich grauenhaft. Aber jeder, der den Flatline Battle Pass Skin hat, der wird sowieso keinen anderen benutzen. Ich spiele ja Vintage mittlerweile echt mega gerne, aber das sieht ja aus wie ein übelster Hirsch. Nee, ist irgendwie ziemlich breit geraten, gefällt mir gar nicht. Und auch Horizon. Naja, naja. Kann man sich drüber streiten, ob es alles sein Geld wert ist. Ach so, Mensch. Ich trottel. Ich sollte vielleicht doch mal das Tierabstück zeigen. Das ist ja eigentlich das Wichtigste für das Collection Event, für alle, die durchpayen wollen. Ich finde es optisch tatsächlich sehr, sehr kreativ. Und vor allen Dingen ist es ein Zweihand-Erbstück, genauso wie es bei Lifeline zum Beispiel der Fall ist. Und das finde ich tatsächlich echt geil. Und es wird eine Menge Animationen geben, die auch schon teilweise geleakt wurden, nur nicht alle. Und von daher bin ich ja auf jeden Fall positiv überrascht über das Erbstück, auch wenn es schon lange, lange bekannt ist. Aber das gefällt mir tatsächlich im Vergleich zu den letzten Erbstücken tatsächlich doch relativ gut. Ladies and Gentlemen, zur Abwechslung mal wieder ein verdammt langes Video mit über 16 Minuten. Aber ich wollte jetzt die ganzen Informationen, die ich jetzt hatte, rund um die neuen Events, nicht alle stückeln, weil in spätestens 3 Tagen habt ihr das alles woanders schon gehört. Deswegen ist das jetzt alles geballt in einem Video. Und ich bin gespannt auf eure Meinung wie immer. Daumen da lassen, Abo da lassen. Das war's von mir. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.